ist nicht davon auszugehen, dass dieser Ibrahim A. auch nach dieser Tat abgeschoben wird. Der wird hier bleiben. Ja, aber nach dieser Zeit, wenn er hier bleibt, wird er den Rest seines Lebens im Gefängnis zubringen und nicht oder in einer psychiatrischen Anstalt. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht tatsächlich geistig verwirrt und gestört ist. Aber er wird, das kann man sicher sagen, nicht nur er als jemand mit Migrationshintergrund, sondern auch jeder deutsche Straftäter dieser Art, würde den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen und nicht mehr auf die Allgemeinheit losgelassen. Andere Länder treffen Abkommen, beispielsweise Dänemark mit Ruanda und führt Straftäter dorthin dann ab, schiebt sie ab. Wäre das ein Weg für Deutschland, solche Abkommen zu schließen? Es ist immer gut, Abkommen zu schließen, beispielsweise mit Marokko oder Tunesien oder Libyen. Selbst wenn es teurer wäre, es wäre sinnvoll, Staatsangehörige aus diesen Ländern in ihre Heimatländer zurückzubringen, wenn sie bei uns straffällig geworden sind. Denn eins muss man sagen, die Europäische Menschenrechtskonvention und auch unsere internationalen Vereinbarungen sehen zwar ein Recht aller vor, die zu uns kommen, auf ein Asylverfahren oder bei Flüchtlingen aufgehoben zu werden, aber dieses Recht erlischt auch nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, wenn diese Persönlichkeiten eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen. Und bei Straftätern dieser Kategorie mit Körperverletzungshandlungen und Todeshandlungen ist das sicherlich der Fall. Insofern müssten wir konsequenter sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dänische Modell Bestand haben wird innerhalb der Europäischen Union. Aber sollte es Bestand haben, wäre es für mich ein Orientierungspunkt. Das heißt, Sie könnten sich vorstellen, jemanden, der in dem Fall, ja, staatenloser Palästinenser, eben gar keinen Staat hat, in den er zurück abgeschoben werden könnte, dass man ein Abkommen mit einem, in diesem Fall von Dänemark, wäre das ein afrikanischer Staat, Ruanda, ein Abkommen trifft und den Straftäter dorthin abschiebt. Ja, es kommt nicht darauf an, dass jemand eine Staatsangehörigkeit hat, sondern der Signatar, der Domizilstaat muss auch bereit sein, den wieder aufzunehmen. Das ist ja, deshalb sage ich ja, wir müssten auch entsprechende Abkommen mit Libyen, Marokko, Tunesien, dem Libanon schließen, damit die Staaten bereit wären, ihre Staatsbürger auch selbst wieder aufzunehmen. Denn wenn die auf dem Flughafen sagen, der kann wieder zurückfliegen, dann müssen wir ihn wieder mit nach Hause nehmen. Also insofern wäre das eine Möglichkeit, wenn wir einen Staat finden, der sagt, wir sind bereit, die entsprechenden Persönlichkeiten aufzunehmen und wir garantieren können, dass die einigermaßen menschenwürdig dort auch leben können, dann stünde dem nichts im Wege. Sie können jetzt anfangen zu suchen nach diesen Staaten. Sie stellen jetzt in der Bundesregierung den sozusagen Abschiebebeauftragten mit Joachim Stamp. Der fängt jetzt in Kürze mit seinem neuen Job an. Das heißt, er wird suchen nach diesen Staaten. Die Frage müssen Sie auch im Stamm stellen, aber ich kann nur feststellen, als er in Nordrhein-Westfalen dafür zuständig war, war es das Bundesland mit den meisten Abschiebungen von auffällig gewordenen Personen. Und insofern bin ich da optimistisch, dass, wenn einer es überhaupt auf die Reihe kriegt, es Joachim Stamm sein wird. Zuletzt sind von 300.000 Ausreisepflichtigen in Deutschland 2% in einem halben Jahr abgeschoben worden. Was wäre so eine Zielmarke für ihn? Die Zielmarke muss sein, dass alle die, die kein Aufenthaltsrecht haben bei uns, auch das Land wieder verlassen müssen und das zwangsweise auch durchgesetzt werden kann. Das ist das Ziel. Nun wissen wir aus Erfahrung, dass wir eine 100%-Quote nicht erreichen würden, aber es wäre schon schön, wenn wir mehr als die Hälfte in absehbarer Zeit wieder aus dem Land herausbringen können, weil noch einmal Menschen, die bei uns sich an die Rechtsordnung nicht halten wollen, das dezidiert auch zum Ausdruck gebracht haben durch ihre Taten, haben tatsächlich auch kein Bleib- und Verweilrecht. Das sind wir auch den anderen Menschen, die aus anderen Staaten zu uns kommen, schuldig, damit nicht alle über einen Kamm geschert werden und dann das Problem entsteht, dass Menschen mit Migrationshintergrund diskreditiert werden. Wir haben in diesen Tagen über einen Fall berichtet von einem Afghanen. Auch der war ja möglicherweise für die Geschichte der vergangenen Jahre so typisch. Ein Straftäter, der in Deutschland seine Straftat begangen hat, eine schwere Vergewaltigung. Er wurde daraufhin bestraft, er wurde daraufhin auch abgeschoben nach Afghanistan. Urplötzlich tauchte der wieder auf, weil er über die Schweiz mit der Straßenbahn einfach rübergefahren ist, wieder über die Grenze nach Deutschland und dort durch einen Zufall letztlich aufgegriffen wurde durch baden-württembergische Polizeibeamte. Jetzt sitzt er wieder im Gefängnis, aber es ist auch klar, der wird nie wieder abgeschoben, weil wir im Moment nach Afghanistan nicht abschieben. Ein Mann, der eigentlich dort sein müsste, der abgeschoben werden durfte, den dürfen wir jetzt nicht zurückschieben? Das ist doch irre. Gut, auch da muss man sagen, wir haben ihn abgeschoben in einer Situation, als die Taliban noch nicht die Regierungsverantwortung übernommen haben. Aber er wäre sowieso aber dort. Aber auch jetzt. Da, ja, aber noch einmal, jetzt gibt ja, gibt's neue Verhältnisse, aber auch da wäre es denkbar, da wir ja auch mit der afghanischen Führung darüber verhandeln, wie mit den Ortskräften vor Ort noch umgegangen wird, dass man vielleicht dafür Sorge tragen kann, dass eine Rückführung möglich wird, wenn keine Todesstrafe und menschenwürdige Bedingungen in Afghanistan
jedenfalls für diese Person dann vorherrschen. Also ich werde etwas pragmatischer, als wir das gegenwärtig sind, denn wir stoßen definitiv an unsere Leistungsgrenzen innerhalb unserer Gesellschaft. Wir können die Vielzahl von Menschen, die zu uns kommen, auch schon gegenwärtig, auch aktuell jetzt zu uns kommen, nicht mehr sinnvoll integrieren. Wird das Gewaltproblem, das wir aktuell haben, zum Beispiel mit Blick auf Messertaten, zum Beispiel mit Blick auf schwere Straftaten, Körperverletzungen, Vergewaltigungen von Frauen, dass wir dieses Gewaltproblem an unseren Grenzen lösen? Es wäre sehr schön, wenn wir das könnten. Wir können es aber nicht. Wie gesagt, weil jeder, der europäischen Boden betritt, einen Anspruch darauf hat, dass er einem rechtsstaatlichen Verfahren unterworfen wird und dann eine bestimmte Zeit auch hier ist. Wir müssten konsequenterweise diejenigen, die kein Bleiberecht haben, weil sie weder Kriegsflüchtlinge sind, noch ein Asylgrund gegeben ist, konsequent rückgeführt werden. Denn ansonsten wird das ganze System der Kontrolle wird obsolet und sich ins Gegenteil verkehren. Das Gespräch mit Ihnen ist fast desillusionierend, Herr Kubicki. Sie sagen jetzt seit einer Viertelstunde, was wir leider alles nicht können. Können wir eine Obergrenze schaffen, eine neue Obergrenze, die funktioniert? Wir haben so viel illegale Einwanderung wie seit 6 Jahren nicht in Deutschland. Das könnten wir nur, wenn wir das Schengen-System aufheben würden. Eigentlich kann ja niemand nach den Regeln, die wir in Europa haben, Deutschland erreichen, außer stürzt sich aus dem Flugzeug. Denn wir sind ja nur von Ländern umgeben, bei denen Asylbewerber oder Flüchtlinge zuerst ankommen und dort aufgenommen werden müssten. Es sei denn, wir haben einen europäischen Verteilschlüssel, an den sich momentan auch leider keiner hält. Das Problem könnten wir nur lösen, wenn wir das Schengen-System aufheben und wieder Außengrenzen schaffen. Das heißt, die Grenzkontrollen wieder einführen. Auch dann gäbe es mit Sicherheit Möglichkeiten, Menschen zu uns zu schleusen, aber in deutlich geringerer Zahl. Entscheidend ist für mich, dass in den letzten Jahren die Lernerfahrung gemacht worden ist, wer einmal Deutschland erreicht, kann immer hier bleiben. Ja. Und das ist eine Missachtung unserer Rechtsordnung. Wer seine Identität nicht preisgeben will, wer seine Pässe wegwirft, wer seine wahre Identität verschleiert, der hat sein Bleiberecht im Prinzip damit schon verwirkt und muss konsequent. Sie geben sich ein Stück weit in diesem Gespräch auch dem hilflos hin. Ja, es gibt Dinge, die kann ich bedauerlicherweise nicht ändern, genauso wenig wie Sie. Und die Illusion, wir stellen jetzt den Grenzschutz wieder flächendeckend auf, also die bayerische Grenze in Richtung Süden, in Richtung Österreich, in Richtung Tschechien, ist so immens, dass selbst unsere ganzen Sicherheitskräfte, wenn wir sie in 1 Meter Abstand hinstellen würden, nicht ausreichen würden, um die Grenzen entsprechend zu schützen. Also eine 100-prozentige Sicherheitsgarantie gibt es nicht, aber es gibt die Notwendigkeit, unsere Rechtsordnung zumindest durchzusetzen und nicht Nachsicht zu üben. Niemandem ist damit geholfen, wenn wir glauben, wenn Leute bei uns straffällig werden, müssten wir das damit entschuldigen, dass sie aus schlechten Verhältnissen herauskommen. Das hilft nicht weiter, sondern ich teile noch einmal die Auffassung von Ahmed Mansour, der gesagt hat, von Anfang an muss konsequent deutlich gemacht werden, wer diese Rechtsordnung missachtet, kriegt die volle Breitseite des Rechtsstaats zu spüren. Wir haben eine Reaktion von der Innenministerin gelesen bei Twitter unter dem Eindruck dieser schweren Straftat von Bruchstedt in Schleswig-Holstein. Und die sah so aus. Ich weiß nicht, wie viel Empathie, Herr Kubicki, Sie daraus lesen. Es sind, würde ich sagen, sehr floskelhafte Worte von Betroffenheit einer Innenministerin. Ich bedauere jetzt sehr, dass ich das nicht kommentieren kann, weil ich das nicht lesen kann. Aber vielleicht sagen Sie mir mal, was da steht. Sie sagt die Sätze, die Politiker in solchen Momenten sagen. Sie zeigen sich betroffen und gehen dann zur Tagesordnung über. Kann diese Tat von Bruchstedt diesmal etwas mehr sein? Und tatsächlich die Politik verändern? Eine realistische Antwort? Ja, bitte. Nein. Es wird weitergehen. Wir nach jedem Unfall zeigen wir Betroffenheit, nach jeder Tat, und davon hatten wir reichlich in der Vergangenheit, zeigen wir Betroffenheit. Die spannende Frage ist immer, was kann man tun? Und zwar unter unserer rechtsstaatlichen Ordnung. Wir können Menschen, die ausreisepflichtig sind, gelegentlich auch in Ausreisehaft nehmen, obwohl wir dann einen Riesenstreit bekommen, nicht nur in unserer Koalition, sondern insgesamt. Ist das menschlich, ist das zutreffend, kann man Menschen einsperren, die ausreisepflichtig sind, aber nicht ausreisen wollen. Ich glaube, es ist an der Zeit, wenn wir nicht erleben wollen, dass die Nachahmereffekte von solchen Taten zunehmen werden. Denn man muss wissen, Menschen, die zu uns kommen und ihre Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllt sehen und dann zu solchen Taten neigen, wenn sie nicht ordentlich sanktioniert werden, finden sehr schnell Nachahmer, weil man dann bekannt wird, berühmt wird, jedenfalls einen Teil seines Selbstwertgefühls vielleicht wieder aufbauen kann. Wir müssen konsequent werden. Und dazu gehört noch einmal, dass wir versuchen, möglichst zu verhindern, dass mehr als eine bestimmte Anzahl von Personen pro Jahr zu uns kommt. Durch Überzeugung, notfalls auch im Rahmen der europäischen Einigung, notfalls auch, indem wir, auch da gibt es ja Vorschläge aus Skandinavien, die Länder sind ja nicht dafür bekannt, dass sie sehr abweisend waren, die sagen, in verschiedenen Bereichen müssen wir zusehen, dass unmittelbar nach der Grenze die Asylverfahren bereits geprüft wird und wer
offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg eines solchen Verfahrens hat, der kann nicht weiter nach Europa durchgelassen werden. Das bedeutet dann eben Auffanglager, Auffangeinrichtungen in Griechenland, in Italien, in Spanien. Dann müssen wir den Menschen dort vor Ort auch helfen, weil die ja dann besonders belastet sind. Aber anders werden wir es nicht schaffen. Und vielleicht auch mal, wenn das dänische Modell tatsächlich erfolgreich sein sollte, mit Staaten in anderen Ländern, von denen wir davon ausgehen können, sie achten die Menschenrechte, versuchen Rückführungsabkommen zu schließen. Weil ich glaube, jemand, der von Palästina nach Deutschland will und in Ruanda landet, dann irgendwann nach Palästina zurückkehren wird. Das ist der ganz kleine Funken Hoffnung an einem Tag, der sonst ja sehr viel Wut und sehr viel Verzweiflung, sehr viel Hilflosigkeit auch mit sich gebracht hat. Und sehr ehrliches Gespräch darüber mit dem Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki hier bei Bild. Danke Ihnen.